Ja, herzlich willkommen zu Star Citizen hier bei mir auf dem Channel. Ich bin eure Rock Lady, eure Miri, und es hat bei Star Citizen mal wieder ein Update gegeben. Die 381 wurde um eine neue Version erweitert. Ja, und ich habe mir mal kleine Päckchen Schiffe gegönnt. Nein, ich habe mir ein anderes Paket gegönnt. Hab ein Schiff eingeschmolzen und mir dafür ein Paket geholt. Und das will ich mir mal angucken und gleichzeitig auch mal gucken, wie es hier so läuft. Und ihr könnt jetzt einfach mal mit dabei sein. Ich hatte gerade mal so versucht herauszufinden auf die Schnelle nach den Patch Notes, habe aber nur die Patch Notes für die 380 gefunden. Ich mache mal hier den Test der Teste. Man weiß ja nicht, eigentlich nicht. Alles gut, Gott, sehr schön. Ja, ich traue dem nicht, wisst ihr. Man kriegt so schnell jetzt hier neue Probleme. Und ehe ich dann da was übersehe und plötzlich gejagt werde oder gar nicht auf irgendwelche Stationen komme, möchte ich dann doch das vorher wissen. So, wie gesagt, ich habe mir jetzt ein paar neue Schiffe gegönnt. Die können wir jetzt mal ausprobieren. Ups. Und ich guck mal, was er jetzt uns dabei gepackt hat. Okay, die haben wir. Ah, wir haben die Hornet Super. Die hatte ich noch nicht. Die Terrapin hatten wir, haben wir. Die hatte ich auch noch nicht. Die Drake Dragonfly, das ist ein Racing. Die Freelancer, ja gut, die haben wir auch. Die Freelancer Dur, die ist ja neu dabei gekommen als Expedition Version. Ich guck noch mal, da müsste noch was sein. Hä? Willst du mich verarschen? Da müsste doch eigentlich noch. Ich vermisse gerade was. Hä? Ah, da unten. Da ist die Constellation Aquila als Ersatz. Also die Constellation Aquila und die 325A sind wohl der Ersatz für die Carrack. Und die ging es mir eigentlich, dass ich die bekomme. Und zwar das Ganze mit LTI. Deshalb habe ich mir ein Concierge Package geholt. Warte mal, ich nehme mal die Terrapin. Ich hatte die noch nie gehabt. Die werden wir mal nehmen und dann gucken wir mal. Machen wir mal einen Test. Wir können ja mal nach Hurston fliegen. Hangar 03. Weil. Oder nach Microtech. Microtech ist noch besser. Wir fliegen mal nach Microtech. Dann können wir Oma auf der Raumstation mal auslöckeln. Und. Ey. Ey, ey, ey. Dann gucken wir uns mal Microtech nochmal an. Ich weiß jetzt nicht, ob sich da was geändert hat, aber. Ey. Hallo? Ich wollte den eigentlich. Kein Schiff. Doch, da kommt es. Terrapin. Okay. Terrapin. Wie heißt die denn jetzt? Nein. Das ist sie nicht. Hangar 03, ich bin abgerutscht. Da kommt sie. Hallo? Hallo? Ah, okay. Dann gucken wir mal. Aha. Dann gucken wir uns das mal von außen an, ne? Den Chat mache ich mal aus, der nervt mich jetzt nur. Boah, sieht doch ganz nett aus da oben. Sieht aus wie. Aha. Okay. Hat das auch hier so außen? Ist das draußen? Warte mal. Ah. Ah, schön. Gehe ich da mal rein? Nice. Was ist das? Was ist das? Ah, okay. Was haben wir hier alles? Locked. Locked. Radar. Was ist hier unten?
Ach, cool. Aha, die ganzen Systeme, wenn mal was kaputt ist. Was ist das? Lockt, lockt, lockt. Ich mach mal. Was ist das? Was ist der Geschütz? Eumelbums? Scanner. Ach, das ist ein Scannerschiff oder was? Ich habe mich da noch nicht für schlau gemacht, aber wir können ja mal rausfliegen erstmal. Ich guck mal, wie die sich so macht. Aber das Licht möchte ich eigentlich. Ah, jetzt habe ich das Licht wieder die ganze Zeit an. Nee, das Licht muss aus sein. Das geht gar nicht, Freunde. Dann habe ich sonst eine Spiegelung auf der Scheibe. So besser ist das. Ja, schauen wir mal, wie die sich so verhält, wie die sich fliegen lässt. Und den Scanner werden wir mal testen, obwohl ich vermute, dass der noch nicht. Wir machen mal das ganze Flight ready. Hoi. Okay, dann machen wir mal alles auf. Ich denke mal, Volltank brauchen wir nicht. Okay, reparieren. Freunde, die ist repariert. Garantiert ist sie repariert. So, dann machen wir mal alles auf. Tölem. Tölem. Und fliegen mal oben zu der Raumstation nach Microtech. Ich weiß gar nicht, ob das Schiff überhaupt das kann. Das ist die Frage. Oh, sieht man wieder nicht. Shit happens. Shit happens, aber die ist ja so klein, das müsste ja auch so gehen. So, dann lasset uns starten. Ui, die geht gut. Landing gear raised. Die geht gut. Aha, guck mal, so sieht die aus. Wie so Krallen, ne? So. Nicht schlecht. Und dann kann ich hier wahrscheinlich. Kann ich? Ach so, ich muss wahrscheinlich erstmal den machen. Und dann den machen. Und dann den? Ja. Ah, und dann kann ich. Nice. Also in den Sonnenuntergang, Freunde. Oh, ist das schön? Oder Sonnenaufgang. Ich glaube, es ist eher der Sonnenuntergang, oder? Bin da nochmal von außen. Ah, toll. Die Terrapine oder Terrapin. Die hat oben so einen riesen Scanner, seht ihr das? Auf dem, muss dann immer einmal hier wieder reingehen. So, wir gehen mal nach oben. Wie schnell ist sie denn, die Kleine? Na gut, jetzt ist sie noch nicht, ne? Sehr langsam. Aber wir sind ja auch noch so halbwegs in der Atmosphäre. Naja, nicht ganz, aber sie kommt langsam. So, wir machen mal 700. Hey, die ist aber gar nicht so schlecht. Mit 700 kann ich schon was anfangen. Die hat die Avenger Titan, hat die auch. Welche hat denn 700? Ich meine die Avenger, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. So, mal eben gucken. Ach so, der wird da. Okay. Dann gucke ich mal eben wegen Microtech. Na, wir würden hinkommen. Wir können aber auch eben nach Crusader. Ich würde sagen, das macht mehr Sinn. Microtech machen wir dann beim nächsten Mal, wenn da die Landingzone da ist, dann haben wir mehr Möglichkeiten.
Sonst ist das ein bisschen doof. Sonst hat man keine Punkte, wo man anfliegen kann. Und dann müssen wir immer wieder eventuell neu. Aber guck mal, so viel weniger ist das auch nicht. 385. Okay. Machen wir mal. Wir fliegen mal nach Crusader. Da. Ich habe es mir fast gedacht. Ich habe es mir fast gedacht, wir müssen einen anderen Punkt wählen. Okay, machen wir das mal eben. Ah, la 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 la. La 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 la. Wir nehmen mal den da. Ich denke mal, da kommen wir besser hin. Oder? Oder nicht? Ah, doch. Ah, Exit Atmosphäre. Okay, wir müssen noch ein bisschen höher, bis der Punkt grün wird. Jetzt muss das gehen. Dann gucken wir mal. Terrapine. Ich habe irgendwie immer das Problem, dass ich den Quantum-Drive nicht kriege. Warum? Ist das der neue Bug hier oder was? Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt mein Punkt? Wo ist denn jetzt mein Punkt? Ach, da unten. Hallo? Warum ist denn der jetzt da? Der war doch gerade noch da. So, gucken wir mal. Normalerweise fährt er ja unten links hoch, kalibriert, und oben fährt er den auch hoch und dann. Ah, okay, jetzt geht's. Er hat so eine Scanner-Funktion. Ach, guck mal. Nun schauen wir mal. So, dann gucke ich mal, dass wir jetzt nach Crusader springen. Weil es ist einfacher, da müssen wir nicht erst aus der Atmosphäre immer hüpfen. So, dann müssen wir einmal hier rüber. Da können wir dann schneller mit den Schiffen kurz abfliegen. So, dann gucken wir mal, wie der sich so verhält. Oder wie sich die Terrapine so verhält. 42.000 Millionen Kilometer, okay. Ah, dauert auf jeden Fall auch so lange, bis die in den Quantum Drive geht. So, schauen wir mal. Jo, das ist sie. Bye, bye, Arkop. Bye bye. Wir sehen uns wieder. Auf jeden Fall. So, dann können wir ja mal eben gucken, was das mit diesem Scanner-Dingbums auf sich hat. Bin ja doch ein bisschen neugierig. Also wir haben hier noch, haben wir hier, ach, hier sind die Waffenhalterungen für Waffen. Ist das ein Bett, ne? Ja. Das ist unser Bett, da will ich jetzt nicht rein. Guck mal, hier ist auch wieder was. Lock. Ach, guck mal, Live Support. Da haben wir. Aber es lockt. Okay. Da ist auch lockt. Dann einige Sachen, die interessant sind. So, wir gehen mal hier in diesen Scanner rein. Ich will mir den mal angucken. Aha. Ach, dieser Shit, ne? Was ist das? Okay. Power on. Anvil Aerospace, all systems online. Okay. Ach so. Nee. Was ist das? Das ist der Co-Pilot, der hier mitsteuern kann, dann wahrscheinlich, ne? Weil der kann dann hier.
alles steuern. Heats, Shields. Okay. Na gut. Nichts Weltbewegendes, also praktisch ein Co-Pilotenplatz hier. Aber jede Menge Zeugs hier, guck mal. Ach guck mal, hier können wir so weit umlegen. Close. Ah, okay. Gravitationsgenerator, also hier sind ja schon jede Menge Details. Es ist cool. Schildgenerator, guck mal. Krass. Also wir haben ja mitbekommen, dass mit unserem Multitool und dem Cutter Schäden repariert werden können. Und da sollen halt diese Abdeckungen sich öffnen lassen und dann kann man... Ach, guck mal hier, cooler. Das sind die einzelnen Sachen, die man auch austauschen kann. Krass. Das ist krass. Okay, hier ist die Toilette. Mehr ist hier nicht, ne? Radar. Und das hier ist wahrscheinlich auch irgendwas. Irgendwas. Ja, interessant. So, dann guck mal, wie weit wir gekommen sind. 42 Millionen Kilometer waren es gerade noch. Online. 20, ja, läuft doch. Und ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal auf Crusader runter. Und dann kann ich mir auch mal die Super Hornet angucken und ich kann mir die Dua angucken. Wir haben ja eine Freelancer, aber wir haben keine Dua. Und die sollten wir uns dann trotzdem mal angucken. Haben die das jetzt wieder gepatcht mit dem Entfernung? Weil ich finde, für 42 Millionen Kilometer geht das relativ zügig. Ihr seht ja selber. Sind wir schon bei 10, gerade waren wir bei 12. Also der fluppt hier ein bisschen schneller, finde ich. Oder hat der ein bisschen besseren Quantum Drive drin? Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Auf jeden Fall fluppt er. Und wie gesagt, ich packe euch die Patch Notes in die Beschreibung mit rein. Könnt ihr euch das in Ruhe während des Fluges durchlesen. Wenn ich was finde, heißt das. Wenn ich nichts drin habe, dann habe ich nichts gefunden und weiß nicht, was das für Updates sind. Aber eigentlich müsste ich immer was finden. So, dann kommen wir ja jetzt gleich an. Cool. Cool, cool, Freunde. Ich habe übrigens durch die Community so mitbekommen, dass Expanse, die Serie, so ein bisschen, ja, nicht Star Citizen, aber so ein bisschen ähnlich aufgebaut ist. Nicht ganz, absolut nicht vom Thema her, aber ich finde schon, so die Ausrüstung und so hat schon was. Gefällt mir ganz gut und ist gar nicht mal so schlecht anzugucken. Aber ich bin erst in der zweiten Staffel, also
Wir gucken noch weiter. Da kommt schon Großzelda. Mache ich mal hier auf und suche mir Port Olisa. Aha, guck mal, da seht ihr den. Okay, ist noch nicht. Ich habe es mir fast gedacht, wir müssen wieder. Wir sind genau dahinter. Warum? Müssen wir echt so ein Kommere hier anklickern? Dann machen wir einen kleinen Abstecher zu diesem Com-Array und hüpfen dann nach Port Olisa. Boah, was der für einen Krach macht hier, ne? Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Ich hätte sonst hinter dem Planeten oder hinter den Gasriesen fliegen müssen. Wäre mir jetzt ehrlich gesagt nicht so nice gewesen. So, dann das Ganze nochmal. Okay. Hat er den jetzt ausgewählt? Natürlich nicht. Na. So, jetzt hat er ihn, okay. Da ist er. Also die Geräusche sind toll gemacht. Ich glaube, da haben sie wieder ein bisschen was verändert. Ich habe das Ganze ja so auf dem Kopfhörer und das hört sich so richtig räumlich an, so. Teilweise war ich vorhin in der Kabine in Arkop und dann hast du so Klicker-Klacker so in der rechten hinteren Ecke gehört. So total toll. Meine Güte, was macht der hier einen Krach, ey? Heidenei. Heidenei, Freunde. Bam, 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 bam. So, da ist Port Olisa. Oder auch nicht? Doch, da kommt's. Jawohl. Dann. Rufen wir mal Anflug. Das ist doch schön. So, ich stelle mal die Düsen schon mal um. So. Und dann gucken wir mal, ob wir näher rankommen können. Okay, dann muss ich die doch wieder umstellen. Ja, dann geht's auch. Oh, nicht so schnell, nicht so schnell. Sonst kommen wir nicht mal runter von der Geschwindigkeit. Komm, ein bisschen können wir doch noch, ne? Oh, da fliegen gerade zwei weg. Seht ihr das? Da ist die Lande. So, ich stelle die Düsen mal wieder um. Ist das jetzt richtig? Ja, ne? Dann fliegen wir da mal hin. Dann gucken wir mal, wo das Fahrwerk hier runterkommt. Ah, da. Nice. Da fliegt noch einer weg.
dieser Shatner. So, es ist direkt der erste Pad hier unten. Dann können wir das von außen mal machen. Es ist sofort der erste Pad, Freunde. Ja, habe ich mir gedacht, okay. Dann nehmen wir den doch da. 3. Aber ich sehe gar nicht, wenn ich in den Bereich reinfliege, wo wir tanken können. Und ist das jetzt gefixt worden? Solche Sachen stellen sich mir natürlich dann die Fragen. So. Bin ich jetzt drin? Jetzt bin ich drin, ne? Bin ich drin? Ich bin drin. So. Dann machen wir mal den. Was war das? Habt ihr das gehört? Ah, auf mich schießt aber nichts. Da ist wohl irgendwo einer der... Okay, wir gehen mal runter. Da ist wohl jemand, der ein bisschen Crimestat hat. Ein Stückchen vorne. So. Noch ein Stückchen. Das ist schön mit den Düsen, wenn die so nach unten strahlen. Dann habt ihr überhaupt kaum Vortrieb. Ah, perfekt. Ja, super. Dann machen wir mal hier alles aus. Ach, guck mal. Das ist auch neu hier. Port Olisar, Landing Service, Reject, Accept. Oh. Ja, cool. Alle Power on? Hä? Wie jetzt? Ach hier, Engine off. Power on. Warte mal, ich mach mal. Ich meine, jetzt wunder. Ach, warte mal, ist das Exit? Oh, hier geht's irgendwie ab. Hört ihr das? Power off, da ist es doch. Shields offline. Irgendwie ist hier Action. Jede Menge Action. So. Dann gehen wir mal hier raus. Will ich hier rausgucken? Alto Belli, was geht hier ab? Ah, jetzt war es gerade. Jetzt war es gerade da. Hallo? Dieser Shit nervt ein bisschen. Hallo? Ach, da unten muss ich drauf gehen, okay. Ja, das ist die Terrapine. Witziges Schiff. Gucken wir mal von der Außenansicht. Oh, nett. So, dann gehen wir mal rein und holen uns mal ein anderes Schiff. Ich will mal die Freelancer Duo ausprobieren. Und ich würde sagen, so als kleiner Test war das schon mal genug. Ne? Wir gucken mal in der nächsten Folge uns die Freelancer Duo an. Bis dahin erstmal ciao.